willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public mit der Asta, dem Toledo, dem Mike, dem Uwe, dem Paul, dem Michael und dem Lukas. Ein wunderschönen. Hallo. Auf Wiedersehen. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Dann kriege ich einen Drehwurm. Ich auch, aber es ist gleich fertig. Ja, alles gut. Ich bleib jetzt hier einfach kurz stehen. Alles wird gut. Was machen wir danach, Michael? Was schon dann. Okay. Ansehen. Ansehen. Kalken. Düngen ansehen. Hm. Die Kalken brauchen wir nicht. Ach ja, hier ist kein Dings drauf. Nee, gut. Ich hätte aber noch eine Frage. Aha, frag. Ich weiß es gerade nicht, aber gab es die letzte. Die letzte Investitionsrunde haben wir ja hinter uns. Mhm. Gab es schon den Beschluss für eine neue Investitionsrunde? Nicht, dass ich wüsste. Irgendjemand wollte noch einen Fan haben, oder nicht? War das ein 5-15er Fan müssen wir noch kaufen als Hochstepper. Ja. Warum kein 724? Warum? Aus Prinzip. Okay. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in den Raum geschmissen. Es gibt ja den Holmer Terrados T40, war es, glaube ich. Von Giants. Den gibt es ja jetzt nicht mehr im Grundspiel. Die Frage ist, ob wir uns sowas. Wollte ich zu eng fahren, hat nicht geklappt. Ob wir uns sowas anschaffen wollen, ist natürlich ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ob es dafür zu früh ist, aber ich fände es ganz, ganz geil. Meinst du für Rüben oder? Ja, also, ich hätte jetzt noch virtuell gleich in Toledos Richtung vorsichtig mit einem Lächeln geschaut, ob er aus dem Ding auch einen Multiroder basteln mag. Wir haben einen Schnitzelzeugenwald gekriegt. Das hast du schon mal nach. Ja, ich weiß, ich das machen möchte. Ja, ich weiß nur deine Antwort nicht mehr. Ich hab's mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt, aber grundsätzlich können wir gerne darüber reden. Welchen wolltest du da jetzt haben? Das ist ein Giants Mod, war das? Ich bin gerade dran hängen geblieben. Das ist das. Warte, ich hab ihn gerade gefunden. Ich schmeiß ihn dir kurz in Teamspeak. Holmer Terrados Pack oder der Holmer Terrados? Nee, der nur normale, weil das Pack ist schon von einem Modder. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Kenne ich noch nicht. Ich kenne nur den normalen quasi aus dem LS19 damals. Paul, du stehst ein bisschen ungünstig. Muss da rein. Halt die Fresse. Ich lade den mal gerade runter und dann gucken wir die nächsten Tage an. Warte, ich helfe alles gut. Wir hätten ja zur Not auch Alternativen. Ich habe ihn mir jetzt runtergeladen und dann kann ich mir das angucken und den dann mit reinmachen. Also das passt schon. Sehr gut. Sehr cool. Genau, das ist nur eine Überlegung wert. Das Problem ist natürlich, so einen Holmer Terrados T440 kostet irgendwie 500 Riesen plus 100.000 Euro für Schneidwerk. Also sind wir schon mal bei 600. Mhm. Ist halt nicht günstig. Ne? Das ist das Thema. Deswegen weiß ich nicht, ob wir so hohe Investitionen tätigen wollen. Warte, Paul, warte ganz kurz, bitte. Warte, jetzt hast du mich verunsichert. Ja, ich will doch nur einmal hier umdrehen. Ja, dann sag's dann. Ja, ich bin dabei, mich frei zu kämpfen, wie du vielleicht siehst. Ja. 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 Also ich wollte nur zurücksetzen, um jetzt den Anhänger wegzufahren. Ja. Okay, sage ich nächstes Mal, ist okay. Ja. Aber. Entschuldigung, um aufs Thema zu kommen. Rübentechnik, ja, nein, was? Wie sehen die anderen das? Ich find's eigentlich ganz geil. Hat der dann auch über das breitere Schneidwerk, oder? Das 5,4 Meter Schneidwerk hat der. Hätte er. Also wie der alte Holmer halt, ne? Der damals im 19er der Große quasi. Mhm. Es gibt ja auch schon fertige Packs, ne? Ja, ich glaube mit fertigen Packs haben wir es immer nicht so. Naja. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Ja, wirklich, okay. Hui.
Also ja, gibt's bestimmt. Ja. Uwe, ist richtig. Gibt bestimmt auch welche, die zwei Schneidwerke haben. Einmal für Kartoffeln, einmal für Zuckerrüben und alles fein. Ich finde, dass das, was Toledo quasi Toledo, darf ich sagen, angefangen oder würde dich das kränken? Boah. Ich krieg das nicht so schnell. Okay, also das, was Toledo schon jetzt auf die Beine gestellt hat mit seinem Harvester Pack, gefällt mir halt sehr, sehr geil. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man den Holmer damit reinpackt als zusätzliches Vehikel. Ja. Wie gesagt, ich guck's mir die Tage an. Easy, alles cool. Ich schaff's nur wahrscheinlich nicht unter der Woche, sondern erst am Wochenende. Ah, das wird also auch nichts. Wir müssen ja auch erstmal die halbe Mille für das Ding zusammenkriegen, ne? Ja, das wäre so eine 750.000er Investition wahrscheinlich, ne? Okay, da braucht einer einen Abfahrer. Da ist aber gerade einer vom Hof gefahren. Der Abfahrer ist doch schon unterwegs. Okay, perfekt. Sehr gut. Ich wünsche, was auf 50 angesiedelt werden soll. Pappeln. Das Ding? Ah, stimmt, ja. Nee, kannst du, wenn du direkt säst, geht's natürlich nicht. Dann müssen wir nachdüngen. Ja. Was soll ich denn ansehen? Außer Pappeln? Zuckerrohr. Und außer Zuckerrohr? Kartoffel. Und außer ich hab die Direktsaat, nicht die Einzelkorn. Ja, dann musst du dann wohl. Sag Stopp. 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 Was ist das? Sojabohnen, glaube ich. Ja, mach Sojabohnen drauf. Was kann ich denn jetzt tun? Guten Eindruck. Das schaffe ich jedes Mal schon nicht, ne? Warum sollte es mir heute gelingen? Guten Tag. Guten Tag. Hätten sie mich nicht angeschrien, hätte ich die Einfahrt nicht verpasst. Hab die nicht angeschrien? Hätte der Fahrradkette. Doch, das haben sie. Na. Aber gut, dass man hier wegen dem Bäumen die Feldkante so gut. Was machen denn so die anderen gerade? Ich überlege, ob man eine mit. Ich mach grad gar nichts. Weizen drillen. Ich hatte vorhin, wo du noch nicht. Oder wo du da warst oder wo du nicht da warst, sollte ich die Mission machen von da 43. Nee, warte. Ich überlege, Feld 40 zu missionieren. Ich wollte die 29 machen, aber es wollte niemand mit mir spielen. Ja, die hat mir. 29 wäre eine Idee gewesen. Ja, das ist richtig, aber mir ist das Schneidwerk zu klein. Deswegen würde ich eine Grasmission vielleicht machen. Die 38 ist wo? Aua. Wo bist du denn da? Warum sehe ich denn die. Ach, da. Toledo hat es wieder eilig heute. Ja. Toledo, würdest du mit mir Gras wenden? Wenn es denn sein muss. Nee, wir können auch was anderes machen. Nee, alles gut. Alles gut. Das ist halt so eine Mission, wo man ein bisschen beschäftigt ist. Auch zu zweit, würde ich jetzt sagen. Mit Geräten oder ohne? Egal. Wir haben ja eigentlich alles, also. Dann guck dir bitte erst Feld 40 an. Es ist 6,5 Hektar groß. Sag mir, ob wir es machen wollen. Oh. Feld 40 ist so ungeil für unförmig. Naja, es geht. Was wären Geräten dabei? Fetter Waldrad, Schwader, Wender, Presse. Normales Quendeland-Dings. Pöttinger Mähwerk. Also nicht kein Selbstfahrer. Ja, dann mach mit Geräten und dann mähen wir erst gemeinsam. Ich schnapp mir schon hier unser Mähzeug. Da kannst du das aus der Mission nehmen und dann wenden wir gemeinsam. Dann fährt einer mit dem Schwader drüber und der nächste direkt mit der Ballenpresse. Okay, cool. Welches möchtest du nehmen? Mission oder unser Zeug? Ich habe unser Zeug schon dran. Okay, cool. Dann ist hier der Händler. Natürlich können, wenn andere Leute noch keine Arbeit haben, auch schon welche mit dem Wender anfangen. Ja, absolut. Arbeitsbereit haben wir dann auch genug, damit der große Wender genug Material findet. Was leckt denn das gerade so? Bei mir liegt nichts. Bei mir auch nicht. Nee. Aber bei mir. Nimmt gerade keine Mission an, oder? Weil dann würde ich das Arbeitsgerät
da noch genauso stehen lassen. Ich komm dann mal den Wender holen. Sehr gerne, Micha. Muss ich nur mal ganz kurz auf die Karte gucken, wo die Welt 40 ist. Du hast einen Wender mitbestellt? Ja, steht am Händler. Steht am Händler. Komm schon hingeguckert. Steht noch kein Traktor mehr, oder? Nee. Ja, damit komme ich gerade. Nee, ich sag nur. Nicht, dass da noch einer steht und du fährst extra deswegen los. Ich hätte eine kurze Frage. Ja, nee, ja. Traktor steht da nicht. Toledo, bist du schon als Admin angemeldet? Si, Senor. Kannst du mir einen kurzen... Aktimel. Hallo Teufel. Hallo Teufel. Oh, hallo Teufel. Teufel hat die Tür aufgelassen. Wer hätte das gedacht? Ja. Also Schuss, Teufel. Ja, Teufel ist schon raus. Außerdem war das, glaube ich, gerade Mutti, die ihr gehört habt. Achso. Dafür hat sich sehr jung angehört. Hallo Mutti. Ja, die waren beide mehr oder weniger im Flur. Aber die Stimme hat sich der Teufel schon angehört. Ja. Wir hatten noch nicht zugehört, deswegen ist er sich nicht sicher, was wir gehört haben. Nee, ich hab's auch nicht mitgekriegt, dass das Mikro ausgeschlagen hat. Alles gut. War zu leise, um es irgendwie verstehen zu können. Aber bei mir hat auch gerade einer sich gemeldet. Ich bin sofort wieder bei euch. Jo. Aber den schüttel ich immer, bis er richtig, bis die Sahne bis er homogen ist, sagst du? Nee, bis die Sahne sich überall verteilt hat. Nee, die Sahne muss immer so schön separat immer erstmal. Nein, das muss alles schön durchgemischt werden. Nee. Schön durch. Aber das schmeckt auch nur der Schoko. Vanille. Nee, Schoko. Nur Schoko. Und der günstige für 39 Cent. Boah, ich habe mal letztens hier, weil ich viele von denen geschwärmt haben, hier diesen High-Protein-Pudding mal geholt, ne? Und? Boah, der ist total räudig, Alter. Echt? Oh, okay. Mir hat der war irgendwie, also am Anfang geht's, aber irgendwie der Nachgeschmack da, als ob man das was richtig Trockenes im Mund hat, also irgendwie richtig bäh. Als hättest du noch auf dem Käfer drauf rumgekaut, oder wie? Ja, nee, so schlimm, aber irgendwie, als wenn da irgendwie noch irgendwie so Staub drin wäre, so. Jetzt ist er nicht ausgestiegen, Mann. Entferne ihn von der Farm. Ja, nicht, glaube ich, dich, oder? Dann steigt der aus. Bis Farmmanager, sollte gehen. Oder muss man dafür Admin sein? Probier's aus. Wenn Micha das nicht kann, aber du, dann musst du Admin sein. Gut. Hast ihn einfach rausgeschmissen, ne? Ja, aus der Farm rausgeschmissen und jetzt kann Micha weiter. Ja. Jetzt habe ich erst mit dem Mähwerk ausgeklappt, damit er mit voller Breite mal mäht, das Ding hier. Schelmische Lachen hier. Ja, dann wird der Schwad aber so breit, ne? Ja, ist ja egal, wenn du jetzt wenden musst. Achso. Weil er eben im Wender hinterher. Ja, gut. Das, ja. Dann ist es ja gehopst wie gesprungen. Das stimmt. Oder gesprungen wie gehopst? Kannst du halten wie ein Dachdecker. Aha. Ja. Wieso? Wie hält der Dachdecker das? Mit der Latte. Mit der Hände. Weißt du, der Dachdecker, dass er nicht immer Wurf ist, wenn er wieder kommt? Uwe. Vielleicht. Verdammt, ich denke nicht. Falsche Taste. Ich wollte wieder auf 10 gehen und bin statt auf die 2 auf die 3 gekommen. Profi. Nein, jetzt fährst du aber 11. Nee, ich fahr 10. Da ist das Lustige. Fahr ich 10, bin ich zu schnell. Fahr ich 9, bin ich zu langsam. Ja. Nein, Paul, sag es nicht, was du denkst. Sag es nicht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Micha? Ausnahmsweise bin ich immer der Vernünftige. Weil für mich ist es einfacher, im Uhrzeigersinn zu fahren. Ich weiß, kommt selten vor, aber... Es kommt vor, okay. Ja. Dann drehe ich jetzt einfach wieder um. Fahre ich wieder nach hinten. Oh, ich sollte auch das der Gerät absenken. Welche Gerät? Seemaschine. Ja, das ist blöd, sonst kriegst du den Samen nicht in den Boden. Ja, ich habe mich hier hingestellt am Anfang der Bahn, habe VCA eingestellt, Tempomat angemacht,
Und wenn du mein Handy gucke, Insta. Wenn du vor Welt bist, ja? Gucke Insta, fahren wir gleich auf. War uns so viel, quält mein Traktor 43. Ja, gut. Ja, mit Profis kostet extra, ne? Ja, das sowieso. Achte, ich fahr mal weg. Bech? Bech. Bech.de. W-E-C-H. Ja, W-E-C-H. Bech. Bech. Ohne mein Altus sag ich nix. Ja. Habt ihr das über euren Urlaub hoppala, über einen Anbieter, bis, also über eine Seite, Reisebüro? Nee, Reisebüro. Ah, okay. Weil meine Dame ja ein paar Einschränkungen hat und da ein paar Sachen mit müssen, die denn normal nicht mit, die man normalerweise nicht mit sich führt, haben wir das da alles gleich mit angegeben und der kümmert sich dann darum, dass wir am Flughafen da nicht die Handschellen klicken. Ach so ein paar Waffen. Die Handschellen, so. Oh. Nee, Handschellen, Waffen nicht, aber BTMs. Ja, ich dachte schon an Medikamente und sowas. Ja. So, ich bin wieder da. Hallo, WB-Uwe. Ich glaube, du kannst auch langsam abmoderieren, oder? Nee, so weit sind wir noch nicht. Also Uwe, das ist ein völlig falsches Zeitgefühl, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir waren, als Uwe ging, aber wir haben jetzt über 5 Minuten schon. Dann passt es. Ja, siehst du, perfekt. Ihr seid Schätze. Aber okay, Mike, du bist ja doch nicht voll. Nee, aber... ja. Okay, ganz kurz für mich. Das heißt, wir haben die ersten 11 Minuten 47 und die zweite Hälfte sehen wir Mikes Ansicht. Ja, ich habe, ich glaube, nach 2 Minuten oder so erst aufnehmen können, aber ja. Ich habe die Aufnahme mal gestartet. Ich merke. Ach so, du hast Pause gedrückt, oder wie? Ich habe Pause gedrückt. Ja gut, dann haben wir wahrscheinlich kurz... Wir haben einfach deinen Chat, also deine Aufnahme weiter... Ja, normalerweise ist das ja mein Stil, fluchtartig zu verlassen. Aber ich habe mir geschworen, besser zu werden und habe tatsächlich die Pause-Taste gedrückt. Ah, gut, da fehlen 2 Minuten, aber was soll's, das kriegen wir zusammengeschnitten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, die Verwirrung ist groß, wir hoffen, ihr habt es verstanden im Gegensatz zu uns. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Tschüss. Hallo.